Bäckereien. Und Lagerhaus. So. So, jetzt stellen wir jeweils einen von euch auf Geologie erstmal um. Oh, stimmt, ich habe hier unten auch noch Fisch. Das war so viel Fisch, dass ich es mir leisten kann, viele Fischereien zu errichten. Gut. Immer einen Blick auf Ludovics Dinger werfen. Und auch auf die beiden anderen. Nicht, dass doch jemand irgendwann noch eine Kirche errichtet. Nein. Bis jetzt nicht. Gut. So, das Essen, was wir brauchen, kommt langsam rein. Wir bräuchten langsam neuen Stein. Hm. Schadet nicht. So, was ist jetzt wichtig? Eigentlich der Kathedralen oder der Kaserne? Nein, der Befestigungsausbau wäre jetzt gerade am wichtigsten. Und noch einen Brunnen hier hin. Das ist nicht so schön, wenn Ludovic Balderus direkt nebenan ist. Thank you.
Womit zieht er jetzt? Greift er das Territorium an? Ja, er greift das Territorium an. Das heißt, erstmal pausieren. Ich muss gucken, dass ich so schnell wie möglich, bevor er mich angreift, angreifen kann. Die Befestigung hochziehen. Das heißt, ich muss meine Befestigung auch verstärken. Bücher kriege ich ja jetzt mittlerweile. Ich brauche nur noch die Nahrung dafür. Befestigungsausbau beendet. Gut, das heißt, wir bauen am besten gleich an beiden Stellen. Mach die Befestigung ganz aus. Was sagt eigentlich die Zeit? Eigentlich hätten wir schon längst wieder eine Dings-Belohnung kriegen sollen, weil wir hinterherhängen. Okay, er kann uns nicht mehr so leicht angreifen. Das ist schon mal gut. Glückwunsch. Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Langsam auch mal. Kein Ausbau an der Kirche, gut. Eigentlich sollte ich erst Ballistik wirklich erforschen. Ja. Dann kann ich nämlich das Territorium locker besser einnehmen. Weil die Forschung Sturmangriff, da komme ich nicht so schnell hin. Und von Ballistik komme ich auch dann noch einen Buchdruck ran. Ah, der Furcht gegenüber, dass ich es jetzt verschreie, aber bis jetzt sieht's gut aus. Bis jetzt kann man echt nicht meckern, sieht's gut aus.
Ballistik. Noch hat er absolut nichts in dem Territorium. Wahrscheinlich nimmt er einfach nur gerade blind ein. Was ein Vorteil für uns wäre. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Sehr schön. Also ja, Fisch brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Das heißt, wir kriegen mehr als genug Nahrung jetzt hier an diesen Stellen rein. Aber wie gesagt, wir müssen diese Armee zurückschlagen und das Territorium einnehmen, egal ob es große Verluste für uns bedeutet. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen gegründet. Ja, hier wollte ich einen hinsenden. So, da brauchen wir nochmal 4 und 1. Ballistik haben wir, das heißt, das ist geregelt. Ja, der nächste Schritt wäre es, Ringe zu produzieren. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. So, wir haben übrigens zwei... Nee, eigentlich haben wir drei, sehe ich gerade. Siegpunktsektoren. Einmal den Alraunhügel. Dem müssten wir 36 Stoff liefern. Dann der Vulkan. Dem müssten wir Geistliche schicken. Das ist das, worauf wir uns ja gerade spezialisieren. Und die Raubritterburg. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich. Okay, der Raubritterburg senden wir als erstes Geistliche. Weil dann kriegen wir den stärksten General im Spiel.